Was blockt denn dann die Offensive Line? Was ist das? Das ist ein Outside Flood. Kurz seine Nase mal in den Honig gepackt, hat gedacht, oh, ist ein Lauf, kurz gezögert. Also, High to Low. Ding, 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 ding. Das heißt, wenn es Cover 2 ist, zzt, okay, Fake, 1, 2, 3. Moin, liebe Bromantiker, herzlich willkommen zurück zur Taktikschule von Football Bromance. Letzten Montag hatten wir keine Folgen mehr. Deshalb bin ich natürlich nach Berlin gefahren, um mich mit Tim Winter zu treffen, der jetzt ganz komisch hier hinter der Kamera steht, um wieder was Neues für euch aufzunehmen. Heute, wir kümmern uns um Offense, Nakeds und Boots. Gibt es verschiedene Arten davon. Und die, die die Folgen davor gesehen haben, werden sagen, ah, shit, habe ich ja schon mal bei Play Action gehört. So, erstmal, was ist ein Naked oder ein Bootleg? Das Ganze ist eine Art, eine Form von Play Action. Also es sieht aus wie ein Lauf. Und am Ende ist es dann doch ein Pass. Beim Naked und beim Boot ist es so, dass man Lauf zu einer Seite antäuscht und der Quarterback dann zur entgegengesetzten Seite rausrollt. Was bedeutet für den Quarterback, ist es nur ein Half-Field-Read. Das heißt, er muss nicht das ganze Feld lesen, sondern nur eine Seite des Feldes. Und ist gut für junge Quarterbacks, unerfahrene Quarterbacks, die ein Problem haben, bisher in das Feld zu lesen. Und vor allem für mobile Quarterbacks, weil jetzt addierst du zur Option des Werfens natürlich auch noch die, dass er laufen kann. Wollen wir mal loslegen. Also, ich habe euch drei verschiedene Arten von Boots, Nakeds mitgebracht. Der erste, 21 Personnel, ganz klassisch, Split Zone, Naked. Oder ein Boot, das ist kein Naked, ein Bootleg. So, wichtig, Anfang tut alles wie immer mit der Protection. Welche Protection benutzt man eigentlich bei einem Bootleg? So. Boot Protection ist eigentlich relativ simpel. Sagen wir mal, der Quarterback täuscht einen Lauf nach links an und rollt dann zu seiner rechten Seite, weil er Rechtshänder ist. Macht das Sinn? Zur linken Seite rollen und dann mit rechts werfen ist schwer. Rollt nach rechts raus. Das heißt, der Running Back muss nach links antäuschen. Was blockt denn dann die Offensive Line? So, da ist es relativ simpel. Die fünf dicken Jungs machen einen Drop-Step, wie bei einem Stretch-Play oder bei einem Outside-Zone-Play und laufen Richtung Seitenlinie und alles, was eine andere Farbe hat, nehmen sie mit. Das ist kein Man-Blocking, sondern fast wie ein Zone-Blocking-Scheme. Ich öffne mich und renne Richtung Seitenlinie. Das heißt, das wird ungefähr so aussehen, dass alles, was ein anderes Jersey hat, wird nach links runtergewaschen. So, jetzt haben wir hier noch den Fullback. Der hat auch einen wichtigen Job. Es gibt ein Play, das heißt Split Zone. Da kann der Running Back, da blockt die Offensive Line ein Zone-Konzept. Und der Fullback hat hier den E-M-O-L. Endman on the Line of Scrimmage. Da muss er seinen Helm beim Lauf auf die Innenschulter des E-M-O-L packen, damit der Running Back vielleicht dahin zurückcutten kann. So, wenn es ein Bootleg ist, dann macht er Folgendes. Er täuscht ja nur den Lauf an. Das heißt, er rennt auf den zu und packt den Helm auf seine Außenschulter und kollidiert den Knaben. 21, 22, blockt ihn an, verzögert ihn und läuft dann in die Flats. Was macht der Tight End? Der Tight End öffnet sich, als wäre er Teil der Offensive Line. Zwei Schritte, macht er das Gleiche wie die Offensive Line, kommt dann rüber. Und dann ist es wichtig, unter den ersten Linebacker und dann climbe ich hoch zu einem Punkt ungefähr 15, 16 Yards tief an der Seitenlinie. Habe ich das richtig gemacht? 10, ja, ein bisschen zu tief. Aber ist egal, ihr wisst, was ich meine. Der läuft die sogenannte Overroute. Das sieht jetzt ein bisschen blöd aus, es ist eher Step und dann komme ich erst flach und dann gewinne ich Höhe. Wenn ich eine Tankerkurve laufe, laufe ich hinter den Linebackern und gebe denen die Chance, unter meine Route zu kommen. Deshalb ist ganz, ganz wichtig, dass der Tight End, wenn es jetzt sozusagen der Bootleg in die Richtung geht, dass ich diesen Jab-Step mache und dann komme ich unter die Linebacker und gewinne dann, unter den ersten Linebacker, gewinne dann an Tiefe, damit ich auch schneller darüber komme. So, was macht denn jetzt hier der X-Receiver? Irgendeiner muss die tiefe Coverage, weil wir wissen ja nicht, welche Coverage es ist, die tiefe Coverage rausnehmen. Der läuft meistens dann eine Take-Off-Route. Manchmal laufen die auch einen tiefen Comeback, was ich für als Trainer nicht so gut erachte, weil so ein Comeback, der 20 Yards tiefes zurückkommt, ist verdammt nah an dieser Over-Route dran. Deshalb, take the top off. So, und dann haben wir noch hier den Z-Receiver. Der läuft einen Inside-Release und läuft die sogenannte Dig-Route.
der ist sozusagen die letzte Option, wenn da drüben alles keiner frei ist, ich nicht selber laufen kann, dann werfe ich den Dick. So, für die, die aufgepasst haben beim letzten Mal, als wir über Play Action gesprochen haben, die erkennen das wieder. Was ist das? Das ist ein Outside Flood. Wir fluten die tiefe Seite, sag ich mal, die Außenseite des Feldes mit einem Tief, Intermedium und Kurz. Ha, da haben wir Outside Flood wieder. Dadurch, dass aber einer von hier drüben kommt, nennt man das auch Reverse Outside Flood. Weil das ist nicht sofort, alle sind auf dieser Seite, wir fluten die Outside, das dauert ein bisschen und einer kommt von da drüben, das nennt man einen Reverse Outside Flood, der hier drüben entsteht. So, wie liest das der Quarterback? Nach seinem Fake rollt er raus. So, und während er läuft, liest man, und das hängt von Down und Distance ab. Beim ersten und zweiten Versuch, wenn du sowas läufst, liest du das Peak the Nine, sagst du deinem Quarterback. Das heißt, wenn du rauskommst, guckst du, kannst du den tiefen Schuss nehmen, weil vielleicht ein Corner hingefallen ist, kurz seine Nase mal in den Honig gepackt hat, gedacht, oh, ist ein Lauf, kurz gezögert. Peak the Nine. Ist das Ding nicht offen, ist mein nächster Read, also das ist Nummer 1. Nummer 2 ist sozusagen die Overroute. Nummer 3 ist Slam Flat. Und Nummer 4 ist, ich laufe selbst. Also High to Low. Ding, 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 ding. Wenn ich beim dritten und 1 bin und das Ding laufe, mache ich das andersrum. Da gucke ich erst, kriege ich den Ball schnell weg? Nein. Kriege ich den in der Medium? Nein. Scheiße, dann gucke ich mal lang. Dann dreht sich die Progression um. So, jetzt sagt ihr, ja, und was ist er? Ist er die Nummer 5? Wann wirft der den Ball dahin? Ich sage euch wann. Wenn hier der Defensive End nicht wie Björn Werner innen geschlagen hat und auf den Laufspiel reagiert hat, sondern gemerkt hat, ah, das ist ein Bootleg, ich laufe mal nach hier außen und erlaubt dem Quarterback nicht, außerhalb der Pocket zu kommen und den Quarterback zwingt, beim Bootleg stehen zu bleiben. Dann potenziell komme ich zurück und dann wird diese fünfte Option vielleicht sogar meine zweite oder dritte Option. Also, das ist aus 21 so ein typischer Bootleg, Progression, Tief, Mitte, Low, ich laufe selbst, zwingt mich ein Defensive End zum Pull-Up, kann ich auch hier den Dig werfen, weil die werden irgendwann alle mit diesen Shallow Routes laufen und dann entsteht hier meistens eine Lücke sehr spät, aber wenn ich rausrolle und merke, oh shit, die contain mich, ich muss zurück in die Pocket, habe ich hier noch eine Möglichkeit. So, simpel. Kommen wir zum nächsten. Das Ganze kann man natürlich auch aus One-Back laufen. So, wir sehen hier eine Formation. Tight End Receiver, Slot Receiver, X Receiver. Genau das gleiche Prinzip wie eben. Täuschen den Lauf an. Die blocken. Bootleg. Was macht der Tight End? Der Tight End übernimmt jetzt die Rolle des Fullbacks. Slam. Flat. Take the top off, over route, dig route. Selbes Prinzip. Reverse outside flood, peak the nine, das ist Nummer 1. 1, 2, 3. So, jetzt sehen wir eine andere Coverage hier. Wir sehen nicht ein Safety in der Mitte, sondern zwei. Das heißt, wenn es Cover 2 ist, zzt, er nimmt outside release. Kommt der Safety da schnell genug hin oder hat er kurz gezögert? Besonders dann gucke ich hier draußen mal, wenn ich als Quarterback schon sehe, Pre-Snap, Cover 2, vielleicht, wenn er verzögert, habe ich hier eine Chance. So, wenn der sofort von der Hashmark runterfliegt Richtung Nummern und das wegnimmt, dann habe ich hier über den Flat Defender, der die Flat spielt, die Wahl, 2 oder 3. Das nennt man High-Low, also auf dem Flat Defender. Das wäre der Flat-Verteidiger, der hat einen über sich, ein unter sich. Der muss sich entscheiden. So, und wenn er hier gezwungen wird, der Quarterback in die Pocket reinzusteppen, kann er hier spät den Dig werfen. Jetzt gibt es auch noch eine dritte Version, die ich euch mitgebracht habe. Und das ist eine Variation, die heißt Naked O. Bootleg ist das eine, was wir eben gesehen haben. Naked O ist was anderes. Ihr seht hier, der Running Back steht links. Zzt. Run Fake kommt hier. Jetzt sagt ihr, oh, hier ist gar keiner, der den blocken kann. Entweder man lässt den völlig ungeblockt, naked, was gefährlich ist, gerade bei den athletischen Defensive Ends. Wenn er hier reinläuft, ja, dann hast du vielleicht eine Chance, aber wenn nicht, kommt er ungeblockt
und haut dir einen an die Birne, dass dir der Helm abfliegt und du einen roten Afro hast. Deshalb gibt es eine Version, die nennt sich Naked O. Wofür steht das O? Für Offensive Guard. Der, also alle machen das Gleiche. Ich renne Richtung Seitenlinie, wasche alles runter. Oh, schon den Fehler gemacht. Ich renne Richtung Seitenlinie, wasche alles runter. Und der Guard, wenn es Naked O left ist, der rechte Guard pullt und blockt den Defensive End auf der Backside. Und er versucht auch, auf seine Außenschulter zu kommen und ihn zu zwingen, entweder dem Quarterback die Möglichkeit zu geben, rauszurollen. Wenn er die Außenschulter verteidigt, macht er die Pocket wide, dann kann tatsächlich der Quarterback half roll, okay, fake, 1, 2, 3, Setup und seine Füße setzen. Und dann kannst du andere Art von Passrouten werfen. Besonders wenn du hier auf der Seite drei Receiver hast, dann dauert das lange. Jab, Step, ich komme nach unten, lauf shallow. Und jetzt läuft der hier die Overroute, damit du wieder einen Reverse Outside Flat hast. Aber der dauert natürlich, weil die von hier drüben kommen. Deshalb brauchst du eine Protection, die dir ein bisschen mehr Zeit gibt. Und dafür ist Naked O da. Ist nicht faszinierend? Also es gibt Boots, es gibt Nakeds und es gibt Naked O. Besonders, du hast meistens einen Reverse Flood oder Reverse Outside Flood damit. Und wenn du so einen hast, wo der wirklich lange dauert, weil die Receiver von der anderen Seite kommen, brauchst du vielleicht sogar mal nochmal einen Naked O. Es gibt noch einen Waggle. Das ist jetzt nochmal ein bisschen was anderes, aber auch eine Version davon. Dazu kommen wir aber später. So, das war's von den Nakeds und Boots. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch mal ein Like da, einen Kommentar, Bell-Icon, wenn ihr eine Notification haben wollt. Und ganz wichtig, abonnieren. Das war's von mir. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Football Tactics, hier bei Football Bromance. Tschüss.